Ja, vorne links. Ja. Das ganze Rad. Der hat dann doch überlegt, was er machen soll. Ja. Tja. Aufhören zu lachen, Auto aufbocken, drauf machen und weiterfahren, wenn man noch einen Radbolzen hat. Wenn man noch, ja. Ja, und wenn nicht, machst du aus jedem Rad einen raus, dann fährst du halt zwei eben rum. Eben, hast du immer noch drei Stück drin, die reichen vollkommen. Wer logisch denken kann, ist klar ein Vorteil in so einer Aktion. Was wir früher gemacht haben, ich hab ja Alus drauf gehabt auf meinem Golf. Und da war die Felge und? Kaputt, beziehungsweise der Reifen platt. Dann hatte ich ja noch eine Stahlfelge drin, da waren die Bolzen aber zu lang. Was machst du jetzt mit dem Schlüssel mal drunter geklemmt. Genau, ich habe dann aus dem Werkzeugkasten mal Schlüssel raus, die Ringschlüssel habe ich unten eingeklemmt. Ich weiß, habe ich auch schon gemacht. Wenn man die Alubolzen, die haben ja so einen richtig schönen Konus. Da kannst du einen Ringschlüssel reinhängen. Na klar, scheißegal, Hauptsache du kommst rein, oder? Ja. Waren die Chrom waren ab. Ach ja. Oh Mann, ey. Nee, ich sag ja, ich werde die Lautsprecher vom Front, die lege ich halt mal auf zum Radio dazu. Okay. Ach ja. Ich muss nur jetzt überlegen, was ich mache, ob ich alles, ob sie mir gleich einen Vierkanal mit reinnehmen, dass richtig Sound ist, oder erstmal nur bloß so Radio rein, oder ich weiß es noch nicht. Ah. Vorteil, wenn ich denke, mal Cinch-Kabel mit, mein Cinch-Kabel alle mit reinlegen und dann mal gucken. Okay. Dann habe ich alles hinten. Wenn ich mal was machen will, dann kann ich loslegen. Verstehst? Ah. Dann ist noch eine Woche, dann habe ich Urlaub, da werde ich meine GFK-Kiste rein laminieren auf die rechte Seite und links die Verstärker oder so. Ja. Wie ist das eigentlich beim Radio, wenn du keinen Sender reinkriegst oder nur Störungen? Liegt das am Radio? Bei welchem? Bei dem hier. Bei welchem Radio? Bei dem hier, Evico-Radio. Vielleicht der Stecker rausgegangen vom Radio. Ja, ich habe schon Verbindungen, also ich kriege auch schon Sender rein, aber die haben halt richtig Störungen im Hintergrund. Ja, ist normal. Du kannst zum Ersten, kann es sein, dass du Probleme hast. Evico ist das. Und wenn da einer die Antenne da oben drauf knallt, und die muss massig gesteuert sein. Also du musst den Antennenfuß, der muss an Masse angeklemmt werden, wenn du nicht an die Karosse kommst. Okay. Und der Eveco ist bekannt, dass er einen scheiß Radioempfang hat oder so wie gar keinen. Ah ja. Warum schleicht jetzt der Lauf? Meine Fresse. Vor mir rum. Ich habe mal wieder eine Tour Niederbayern mit Gurken vorn. Ah, okay. In Oerdingen geladen bis nun nach Arnsdorf und halt von Arnsdorf nun da. Arnsdorf. Lerngut wieder rauf. Naja, gestern Mittag um 2 war ich wieder oben. Okay. Haben sie mir angeschaut, was ich denn da mache, ob sie gestern schon ausgeladen haben, weil der erste Kunde wieder raus war meistens 3 Stunden. Ja. Aha. Ja. Okay. Naja. Ja. In Niederlande ging es auch schnell. Früher. Was? Ja. In Niederlande ging es auch schnell. Früher. Wo wir hingefahren sind. Niederlande. Da sind wir am Sonntagmittag früh. Sonntag früh? Ja. Weil wir sind ja rund um die Uhr gefahren. Ach so, ja. Kommt hinüber. Ja. Samstagabend los, Sonntag früh ankommen. Er war schon da, die Tore aufgemacht, sind wir reingefahren, haben wir ihn geladen. Oh. Wir dürfen arbeiten, was machen wir denn? Ah ja, Reka Dettelbach. Warte mal, kommt noch was? So, jetzt warte mal. Ja. Habe ich jetzt richtig gelesen? Schon wieder 4 Abladestellen, aber hinten, wenn es geht, ist schön. Ah, 3 Abladestellen sind los. Itze, Hohne. Oh Gott. Ternestedt, Barsinghausen,
Oje, oje. Das wird wieder was geben. Was lag? Keine Ahnung, habe ich noch nicht. Also. Aber wenn das so, ja, ich hasse, die Kanonaden habe ich letzte Woche schon genervt, wie die Sau. Naja, fahren wir mal rüber. Alex, ich melde mich später mal, ich bin ja schon gleich dort. Ich stehe um die Ecke nur. Ja. Also gut, bis später. Ciao. Hau mal rein. Ciao. Thank you.
50. Leutbold ist so dermaßen lammarschig, ja, dass es mich wundert, dass er dem Vordermann einen Arsch kriegt. Das ist ein Wunder, ganz ehrlich gesagt. Nee, nicht wirklich. Aus dem einfachen Grund, weil der Container nämlich lammarschig bergauf ist. Das ist der Unterschied. Und dass der Leutbold nicht das... Wie soll man sagen? Der sieht das nicht. Deswegen klebt er mal auch hinten am Bodenblech. Sieht schön aus, ne? Wenn mir jemand hinten dran klebt. Das Schöne an dem Ding ist, der Container, der ist auf dem Anhänger festgemacht. Den wirst du also nicht von dem Anhänger runterkriegen. Der ist eingerastet. Zwei Sicherungen. Ja, wenn den hinten drauf wäre, das sieht man ja so ein richtig schön in der Mitte, hat er hier so einen richtig schönen Büschel. Und so zwei Verstrebungen. Und das ist nicht gerade wenig. Also das Ding ist richtig massiv. Und wenn er dem richtig schön hinten reinrammelt, dann schiebt er das komplette Führerhaus zusammen. Weil der Container kippt nicht nach. Da kannst du lang drauf warten. Das ist hier die Alutüren hinten bei uns. Die kannst du zusammenschieben. Das ist kein Thema. Die Türen, ja, das ist kein Problem. Aber der Container, das ist ein Problem. Das ist ein bisschen massiver. Da muss ja auch, der hat andere Anforderungen. Ja? Der muss den Müll drinnen halten. Wie hieß es bei der Schulung? Lastsicherung. Da der Fahrer hinten die Türen aufgemacht, kam die Ware raus mit 4 Tonnen. Batsch! Da war der Fahrer platt wie Pfannkuchen. Der ist dann nicht aufs Heim gesprungen. Der war da gestanden und hat so ruhig geguckt, wie die Ware runterkam. Bumm! 4 Tonnen Platten. 4000 Kilogramm Paket Platten. Einfach so runtergefallen. Ich habe gesagt, da war eine schöne große Blutlache. Glaubt man gar nicht, wie viel Blut in dem Menschen drin ist. Der war unter den Platten gelegen mit 4 Tonnen. Da ist nichts mehr übrig. Der zerplatzt, sagt er. Glaube ich. Spring doch mal, schmeiß mal eine Melone vom Dach runter. Die zerplatzt. In 1000 Teile. Das ist das Allergleiche. Kommt darauf an, mit was du aufkommst, die Beine zum Beispiel, die brechen die Knochen, knack, 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 knack. Da ist nichts mehr ganz. Das ist Knochenmehl, auf Deutsch. 20. Stock, da bleibt nichts übrig. Also wie im Tatort zum Beispiel, wenn du mal runterguckst, guckt man da nicht eine Leiche. Nee, Freunde der Nacht. Schmeiß mal eine Melone runter. Da siehst du links und rechts die Blutspitze, die Spritzer weggehen. Beim Tatort siehst du eine schöne Blutlache. Die entsteht nachdem er runtergefallen ist, wenn er dort liegt. Ja. Nee, Freunde der Nacht. Tatort ist was ganz anderes. Wenn da einer vom Dach runterspringt, da sind wir völlig anders raus. Das ist nicht realitätsnah. Gut, man möchte die Leute auch nicht schocken. Es soll ja eine Unterhaltung sein. Ich guck schon mal, haben sie ein bisschen übertrieben mit der Realität. Nein, so sieht's aus. So sieht das wirklich aus, wenn da einer wie eine Melone. Ja. Ladungssicherung, ganz wichtig. Wenn da hinten aufmachst und kommen 4 Tonnen entgegen, muss man drüber reden. Da hängt ein Leben dran. Wenn man es nicht macht, dann denkt sie dann Scheiße. Ja, dumm gelaufen, hätte man drüber gesprochen.
Aber man muss wirklich vorsichtig die Türen aufmachen hinten. Vorsichtig aufmachen, gucken, schauen. Ne, steht die Scheiße noch da? Ein kurzer prüfender Blick. Und wenn man weiß, man hat so eine Scheiße geladen, einfach mal sprungbereit sein. Wenn du die Türen aufmachst, dass da was entgegenkommt, dass du gleich Richtung Feld, Richtung Graben, Richtung Leitplanke springen kannst. Das ist das Schlimmste überhaupt, von der eigenen Ladung erschlagen werden. Sind nicht eine Euro Verbot, ne? Ne? Ich weiß nicht, ich habe ein Alibi. Wenn du in den Bernden aufkommst, tut mir leid, ich habe auch zu kämpfen mit dem Berg. Also hast du hier noch vorne dran ein Ding, hier Travallo. Naja, IK. Ilmenauer Kreis, oder? Ja, ja. Haltung, Flaschenhalterung muss ich mir mal bauen. Am besten wäre, kann man sowas hinbauen. Von hierher. Stecker im Weg. Obwohl, es müsste auch nicht, ne, das geht nicht.